Hallo, ich begrüße euch bei der Vorstellung einer Initiative, die ich Weiterbildungssenior nennen will. In meinem Alter hat man ein sicheres Grundeinkommen, man bezieht Ruhestandsbezüge und so kann man kreativ sein, wo man das für sinnvoll hält. Die Erstellung dieser Arbeitsmappe, die halte ich für sehr sinnvoll, weil sie einfach exemplarisch als Vorlage dienen kann für viele andere Ausbildungsberufe, ähnlich dem Industriekaufmann. Und da habe ich ja gesagt, da gibt es sehr viele. Ich will jetzt diese Register, und da haben wir hier vier, wie wir hier unten sehen, die will ich durchgehen, um euch zu erklären, wofür die einzelnen Einträge gut sind. Wenn ihr dafür etwas länger braucht, dann ist das normal. Ich habe die auch nicht in einem Tag erstellt. Fangen wir an mit dem Link. Hier steht, dass die Kultusministerkonferenz ist dafür verantwortlich, was hier als Vokabular verwendet wird. Ich habe mal darauf geklickt und da sehen wir die 20 Seiten vom Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann. Der ist allerdings schon über 20 Jahre alt und da sieht man hier auch schon an der Stelle hier, da ist mit Leerzeichen dazwischen gearbeitet. Deshalb wird, wenn ich das hier jetzt übersetze in andere Sprachen, auch Rahmenlehrplan nur buchstabenweise übersetzt und das fällt dann eigentlich nur im Kyrillischen auf. Das andere ist aber sehr gut in andere Sprachen zu übersetzen. Das findet ihr auch unten auf dieser Seite, also auf meinem Arbeitsblatt. So, ich gehe jetzt zurück. Der zweite Link hier, das ist die Quellangabe zu meiner Aussage mit den Top 10. Da gibt es beim Berufsinstitut für berufliche Bildung eine Seite und da sind eben die Ausbildungsberufe in der Rangliste dargestellt. Und da sieht man, der Industriekaufmann steht hier mit 14.502 Azubis im Jahr 2020. Das wird sich von Jahr zu Jahr vielleicht um ein paar hundert ändern, aber so in etwa war das schon immer. So, dann kommen wir hier zu den nächsten Links. Da geht es zu Videos. Wer hier noch nichts vom Industriekaufmann gehört hat, da kann sie informieren. Ich gehe mal nur auf den ersten. Und da sehen wir hier, da geht es um ein Video des Bayerischen Rundfunks. Ich spiele jetzt mal ein bisschen vor. Da sehen wir hier, da lernt man also den Beruf des Industriekaufmanns kennen in Form eines Videos, was 14 Minuten 30 Sekunden dauert. Ich schließe das jetzt hier mal wieder. Und die anderen beiden gehe ich also jetzt nicht ein. Die funktionieren genauso. Da ist auch der Kanal von der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet dabei. Also alle drei sind sehr sehenswert. So, geht's weiter mit der Videopräsentation zu dieser Arbeitsmappe. Das heißt, ich habe vor kurzem ein YouTube-Video erstellt und da kann man sich eben den Hintergrund anschauen, warum ich das Ganze mache. Ich habe ja am Anfang auch in ein paar Sekunden schon mal erklärt, ich denke, ich könnte ein guter Weiterbildungssenior sein im Netzwerk, falls wir denn sowas gründen. Und da habe ich also in diesem Video da Näheres zu gesagt. Wer über mich mehr wissen will, als ich hier so nebenbei sage, der kann natürlich mein Profil anschauen auf meiner Website konradrennert.de. Das, was ihr hier in dieser Arbeitsmappe bekommt, das ist mit einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, ihr dürft das weitergeben, ihr müsst nur, wenn ihr von mir Teile entnehmt, dann müsst ihr auch meinen Namen nennen. So steht es hier, wenn ihr das lesen wollt. Das heißt, ich kann einfach mal draufklicken, dann seht ihr das Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Das heißt, Namensnennung ist also hier gefordert und das ist also jetzt hier mit klar geworden. Dieser nächste Link hier. Ich habe jetzt mal nicht drauf geklickt, weil diese Datei habe ich gerade vor mir. Die ist ganz wichtig, dass ihr die von der Originalquelle bekommt. Es könnte ja sein, jemand schickt euch die zu und der ist vielleicht nicht so ganz vertraut mit den Gefahren des Internets. Und da kann es sein, dass da das eine oder andere von den Links missbräuchlich verändert wurde. Und deshalb ladet diese Datei, wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass eure Quelle auch sorgfältig gearbeitet hat, ladet sie von meiner Website herunter oder aus meinem Content Management System, wenn ihr dann mitmachen solltet. Und da habe ich ja schon gesagt,
wer hier mitmacht und liefert hier auch ein Vokabular ab mit ein paar hundert Vokabeln und den zugehörigen Sätzen zu jeder Vokabel, der kann hier kostenlos mitmachen. So, das also hierzu, Vorsicht, wenn die Quelle zu dieser Arbeitsmappe nicht auf meiner Website liegt, es könnte sein, dass da irgendwas an schädlichen Links eingebaut wurde. Das, was hier mit produziert wird, das gibt es dann auch im PDF-Format. Wortliste im PDF-Format steht hier, könnt ihr euch also auch von meiner Website herunterladen. Link ist hier angegeben. Ich klicke mal drauf. Wenn ihr das getan habt, dann sieht das so aus. Stand 31. August 2020. Und da sind auch Links drauf. Allerdings ist das also hier im PDF-Dokument. Dann habe ich hier eine Einleitung geschrieben mit näheren Details dazu. Und dann gibt es hier auch die Liste, die voll funktionsfähig ist. Wenn ich darauf klicke, hier auf Abfallvermeidung, dann komme ich direkt an die Stelle, wo die englische Übersetzung zur Abfallvermeidung zu finden ist, die ich dann also auch auf andere Sprachen umschalten kann. Das ist also das, was hier eben auch mit PDF bereitgestellt wird oder im Word-Format. Auch die Wordliste, die sieht dann genauso aus wie PDF. Nur da funktionieren nicht nur die ersten 8000 Links, sondern alle. Da ist also Word etwas besser aufgestellt. So, schauen wir uns dann da runter an, was hier steht. Da ist eine Statistik. Da habe ich also hier nochmal angegeben, wo ich das heruntergeladen habe. Aber das, was hier wichtig ist, diese Liste hier für die Industriekaufleute, dieser Rahmenplan, den ich da zerlegt habe in Unikate, der enthält 1421 Wortunikate. Im Referenzwortschatz, den ich also hier unten in der nächsten Zeile dann aufgeführt habe, sind davon aber nur 411 enthalten. Das heißt, hier sind über 1000 Worte eben noch unbekannt, wenn man eben nur vollständig den Wortschatz vom B1-Level zum europäischen Referenzrahmen beherrscht. Wenn man das relativ betrachtet, dann heißt das, dass vom Rahmenplan eben nur 28,9% der Worte bekannt sind. Wenn das jemand liest, der eben zu uns als Migrant gekommen ist und hat eben den B1-Level und alle Worte dazu und sonst hat er nichts an Wortschatz drauf, dann muss er also noch über 70% der Worte sich erarbeiten. Das, was als Referenzwortschatz dient, das habe ich dann hier unten stehen. Da klicke ich jetzt mal darauf. Dann landen wir hier beim Goethe-Zertifikat B1 bei der Wortliste. Das sind 104 Seiten und da sind 6.943 Worte enthalten. Und die sind natürlich, weil sie Referenzwortschatz sind, natürlich auch zu 100% darin enthalten. Das habe ich also hier nur gemacht. Da sieht man eben, wenn ich hier nur ein Dokument habe, was mit diesem Referenzwortschatz arbeitet, dann habe ich natürlich 100% bekannt. Das ist also hier auch so. So, das, was ich jetzt auf der nächsten Seite bringe mit den Formeln, da sind es ja, wie ich schon gesagt habe in dem Video vorher, was ich also kürzlich veröffentlicht habe, da ist hier eine Playlist, da klicke ich jetzt auch mal darauf und da halte ich erstmal an, weil da geht es nämlich gleich los, da erzähle ich die Hintergründe, warum ich das gemacht habe mit dem Fachvokabulare kuratieren und wie das Ganze denn abgeht. Wer sich also hier das komplett anschaut, es steht ja hier oben, der braucht also über 2 Stunden, weil das sind also hier etwa 9, also wenn man die Liste komplett bearbeitet, 9 Videos und da ist also auch erklärt, wie das Excel-Makro und das Word-Makro funktioniert, wie Pivot-Tabellen für die Unikate-Bildung eingesetzt werden. Also ihr seht ja hier rechts, was es da alles gibt in dieser Playlist. Das will ich aber hier nicht näher beschreiben. Ihr könnt die euch ja selbst aufrufen. Wenn ihr auf meiner YouTube-Seite mal guckt, dann findet ihr auch die Playlists und da steht also eine, die heißt Fachvokabulare kuratieren. Da ist das alles beschrieben. So, dann sind wir hier
bei dem nächsten Link, Sprachförderung wird natürlich von den Kultusministerien für sehr wichtig gehalten. Da habe ich hier aus dem Land, ne, so habe ich das erst im Urlaub gelesen, im Baltikum, aus dem Land, da habe ich hier diese Informationsseite für Betriebe, Auszubildende und Wirtschaftsorganisationen. Und da ist also sehr, sehr viel beschrieben. Alles ist sinnvoll, muss man sagen, ist also eine gute Seite, kann man sich mal anschauen. Ich gehe jetzt hier nicht näher drauf ein, weil hier unten steht noch mehr und es gibt ja dann noch die anderen Seiten. Ich habe hier vorliegen den Industriekaufmann oder Industriekauffrau und dazu gibt es natürlich die entsprechenden PDF-Dokumente, die wir hier haben. Ja, die habe ich hier einmal auch, damit sie also permanent verfügbar sind, auch wenn die im Original geändert werden, dann habe ich sie hier auf meiner Webseite nochmal bereitgestellt, den Stand vom Jahr 2002. Und das Ganze habe ich dann hier auch ins Englische übersetzt mit DeepL. Das geht sehr gut, wenn man da die kostenpflichtige Version hat. Und da sieht man, hier ist Rahmenlehrplan, also das ist nicht gut übersetzt, habe ich ja eben schon von gesprochen. Da hat jemand, der dieses geschrieben hat, Word nicht richtig verstanden. Aber das, was dann in der Folge kommt, das ist also hervorragend zu verstehen in Englisch. Und da ist eben der Rahmenlehrplan dann komplett auf Englisch. Ich habe noch 5 weitere Sprachen, Französisch, Spanisch, Russisch, habe ich da im Programm, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Man sieht das hier, wo gelb hinterlegt ist, also Englisch, Französisch, Polnisch gibt es noch und Russisch ist auch schon da. Also die kann man hier verwenden, um sich dann, wenn man jetzt aus diesem Sprachraum kommt, das mal in der eigenen Sprache anzuschauen. So, da unten drunter geht es dann noch weiter, aber das ist dann mehr interne Information für mich. Da sind die Dateien, wie sie bei mir eben abgelegt sind und wie sie hier in die Formel eingehen, die sind da beschrieben. Also ich will jetzt hier nur kurz mal drauf zeigen, also nicht drauf klicken, dann wird es nämlich gleich aufgerufen. Da sieht man schon so eine Formel, wie sie dann gleich auf der nächsten Seite, die Auditieren heißt, besprochen wird. Bevor ich aber diese Auditieren-Seite dann bespreche, will ich, weil die referiert wird, will ich erstmal auf die Seite gehen mit dem Referenzwortschatz. Da ist nämlich das, was vom Goethe-Institut als Wortliste bereitgestellt wird, zerpflückt in einzelne Unikate. Und da habe ich ja eben schon gesagt, das sind 6.943 Vokabeln. Hier unten sind wir in der Zeile 6.946. Aber weil die ersten 3 Zeilen ja Überschrift sind, da kommen wir also auf diese Zahl, die ich eben nannte. Für das, was ich hier auf dem Blatt Auditieren und Lernen nutze, brauche ich nur die erste Spalte. Das werden wir dann auch in der Formel sehen. Das andere ist einfach nur dahingeschrieben, damit man in der Spalte B die englische Übersetzung sieht, beispielsweise für Abenteuer, Adventure oder für Abfahrt, Departure, haben ja manche jetzt gerade nach der Urlaubszeit noch in Erinnerung, dass da beim Flughafen sowas stand. Und dann hat man hier auch die Möglichkeit, diese Worte hier nachzuschlagen im Wiktionary bei DeepL oder Bing oder DuckDuckGo oder Google. Das ist aber hier nicht zwingend erforderlich, das ist hier einfach, weil es mal vorlag, habe ich das auch so stehen gelassen. So, dann kommen wir hier zur Lernseite, die ist auch ganz schnell besprochen. Das ist nichts anderes als der gleiche Aufbau, wie wir ihn dann gleich bei Auditieren erklären oder wie ich ihn erkläre. Nur hier sind nur die Worte drauf, die ich hier speziell für diesen Fall bereitgestellt habe zum Lernen. Und da habe ich hier in der Spalte L und M die englische Übersetzung, nur die ist abgedeckt. Ich habe hier die deutsche Vokabel, Absatzcontrolling, oder nehmen wir hier einfach mal nur Controlling. Und daneben habe ich mir dann einen Satz rausgesucht, beziehungsweise ich habe ihn selbst erstellt. Und dann finden wir also hier die Möglichkeiten, wie ich sie gleich erkläre. Das kommt dann auf dem Blatt Auditieren. Da sind also berechnete Links, die da stehen. Aber das, was hier anders ist als beim Auditieren, das ist hier hinten das Schwarze. Denkt man, naja, was soll der Quatsch? Controlling wird im Englischen genauso genannt, weil das haben wir ja aus dem Englischen übernommen.
Aber daneben, da steht dann der Satz, der hier vorne in Deutsch steht, Controlling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems. Und wenn ich hier auf das Schwarze klicke, dann kann ich hier zwar noch nichts sehen, aber in der Bearbeiten-Zeile von Excel, da steht dann hier die englische Übersetzung dieses Satzes, Controlling is a part of the corporate management system. Und so ist das dann auch mit den anderen Sätzen oder Vokabeln getan. Ich sehe also hier die englische Übersetzung dessen, was hier vorne dann als deutscher Satz vorliegt. Die anderen Spalten hier, die werde ich dann also gleich erklären beim Auditieren. Beim Auditieren, da habe ich hier oben nochmal die Datenquelle genannt. Die ist zwar schon auf dem Blatt Info, aber man kann sie hier dann immer sehen. Da kommen also die Vokabeln her. Und dann habe ich daneben zwei Spalten, die hier verdeckt sind. Die Spalte C und D, die sehen wir hier nicht. Da sind Informationen drin, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verwende, aber die ich für sinnvoll halte, falls wir dann mal auf eine Datenbank umsteigen, um die Vokabeln zu verwalten. Ich klicke hier mal doppelt drauf, dann sehen wir, hier steht Herkunft von Wort und Satz. Und da habe ich hier einfach die Wortquelle Kultusministerkonferenz Industrie KFM. Also so heißt das Dokument, was da als PDF vorliegt. Und der hier den Satz sich überlegt hat, der in Spalte B steht, das ist der Konrad Rennert, abgekürzt mit KR. So, diese beiden Spalten, die brauchen wir hier eigentlich noch nicht, nur damit ihr euch nicht wundert, warum hat er die hier eingebaut. Ich denke schon daran, dass man das hier alles noch besser als mit Excel mit einer Datenbank machen könnte. Aber das werde ich also nur machen, wenn der entsprechende Bedarf besteht und jemand von euch dann sagt, ja schön, ich habe jetzt Excel verstanden, aber bei der Komplexität hier ist eigentlich eine Datenbank viel angemessener. Ist kein Problem, das zu machen, aber das ist hier also schon etwas, was das berücksichtigt, damit ich diese Datenbestände hier einfach übernehmen kann und dann hinterher beispielsweise alle Sätze raussuchen kann, die der Konrad Rennert oder der Max Müller da reingestellt hat. So, jetzt haben wir hier die erste Zeile, ich mache das ja immer noch ein bisschen schmaler, damit wir hier alles sehen, was hier wichtig ist, noch schmaler. Wir brauchen ja hier nicht alles zu sehen, aber jetzt sehen wir hier das Wichtigste. Ich habe hier die Überschrift für diese Tabelle in der vierten Zeile. Darüber stehen einige Dinge, die ich brauche. Schauen wir uns mal an, was da steht. Hier ist also eigentlich das, was hier in der zweiten Zeile steht, ist eigentlich eine Erklärung. Die habe ich auch fett gedruckt. Die Spalte A enthält eine Vokabel, Spalte B einen dazu passenden Satz. Das ist hier. Dann haben wir hier Vergleich mit dem Referenzwortschatz. Die Formel werde ich dann gleich noch erklären. Dann haben wir hier die englische Übersetzung. Also man sieht die englische Übersetzung noch nicht, aber wenn ich dann hier draufklicke auf Abfallvermeidung, dann sehen wir, hier kommt dann sofort Waste Prevention, das englische Wort, beziehungsweise die US-Version des englischen Wortes. Aber wenn ich das dann eben auf Französisch haben will, dann habe ich hier Reduction de Déchets. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Mein Französisch, das war also nur mittelmäßig. So, dann haben wir hier die Spalte mit dem Satz, wo das, was hier in der Spalte B von mir eingegeben wurde oder eben von euch, wenn ihr da mitmacht, das wird dann hier automatisch übersetzt. Und wenn ich darauf klicke, dann sehe ich also hier, dann steht hier Abfallvermeidung, beinhaltet alle Vorrichtungen und Maßnahmen, damit späteres Recycling möglich ist. Und das Gleiche haben wir dann hier also auch in Englisch übersetzt. Und das kann man natürlich dann auch wieder auf Finnisch oder auf Französisch oder sonst was übersetzen. Das ist von der hervorragenden Qualität. Das wurde mir also von den Einheimischen, die ich in meinem Freundeskreis, oder die Muttersprachen an den Finnischen, wurde bestätigt. Das ist also hier gut gemacht. So, dann haben wir hier, wenn wir hier schon bei der Abfallvermeidung sind, dann haben wir hier die Spalte, die etwas schmaler ist. Trago, Translate Google habe ich da abgekürzt. Und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich hier im Prinzip das Gleiche wie eben bei
DeepL. Die Qualität der Übersetzung ist auch noch ganz ordentlich. DeepL ist aber nach Meinung von Fachleuten das bessere System, was weniger Fehler macht bei der Übersetzung, also was dem, was manuelle Übersetzer bringen, doch schon sehr nahe kommt. Das ist DeepL. Nur, das kostet dann praktisch nichts, während ein Übersetzer, wenn der ein paar Seiten übersetzt, sich schon einiges dafür zahlen lässt. So, die Abfallvermeidung, die wir hier links sehen, die steht hier ganz genauso wie eben schon bei DeepL, und hier rechts, da ist auch der Unterschied nicht sehr groß, aber wir haben hier einen Vorteil. Hier können wir uns das sprechen lassen. Wenn ich hier draufklicke, Waste avoidance includes all precautions and measures so that. so, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das vernünftig hören konntet. Ich habe hier eben nur ein Außenmikrofon. Das wurde also jetzt im Englischen vorgesprochen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, kann man sich also hier auch auf Ukrainisch vorsprechen lassen. So, der Außenlautsprecher hat natürlich wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber ihr habt gehört, es ist auf jeden Fall etwas, was sich so ukrainisch oder so ähnlich wie russisch anhört. So, das soll hier erstmal reichen. Arabisch, ja, geht sogar auch, ne? Sieht man also hier. Das kann also, muss man sagen, das kann DeepL nicht. يشمل تجنب النفايات جميع الاحتياطات والتدابير بحيث يمكن إعادة So, das ist also alles jetzt über den Außenlautsprecher gekommen. So, ich schließe das hier mal. Wir haben also gesehen, was hier bei Translate Google passiert. Wenn ich jetzt das Wort Abfallvermeidung bei G-Wort, also Suchen des Wortes mit der Suchmaschine Google, wenn ich darauf klicke, dann haben wir hier eine Zahl von 750.000 Ergebnissen. Das deutsche Wort Abfallvermeidung ist also so häufig gefunden worden von der Suchmaschine. Und der Link, der ganz oben steht, ist der vom Umweltbundesamt. Das heißt, hier wird also auch schon geschaut, was hat die höchste Relevanz. Und das ist eben das, was hier das Umweltbundesamt veröffentlicht hat. Dann gibt es da noch Landesamt für Umweltschutz aus Baden-Württemberg. Also wir haben hier sehr viele öffentliche Einrichtungen, die hier ganz weit oben stehen, und alle handeln hier um das Thema Abfallvermeidung. So, ich schaue mal hier. Das finden wir natürlich hier auch bei dem Satz. Abfallvermeidung beinhaltet alle Vorkehrungen. Und wenn ich jetzt auf Satz klicke, dann seht ihr, es gibt keine Ergebnisse für den Wortlaut. Ich habe das hier in Gänsefüßchen gesetzt, und das heißt also, ich habe zumindest das ein oder andere Wort ersetzt. Aber es gibt sehr viele Stellen, wo diese Worte, die ich hier in dem Satz habe, vorkommen. Und da ist also auch wieder Umweltbundesamt oder BUND oder ähnliches ist da gefunden, oder auch Wikipedia ist dabei. Man sieht, wo die Worte stehen, die sind ja hier fett gedruckt. So, das, was ich mir also hier überlegt habe, ist also nicht eins zu eins irgendwo abgeschrieben. So, dann haben wir hier rechts davon nochmal das Wiktionary, Abfallvermeidung. Das ist schon Fachjargon. Mal sehen, ob es da was gibt. Das gibt es noch nicht, weil Abfall ist im Wörterbuch und Vermeidung ist drin, aber nicht die Abfallvermeidung. Aber ich könnte hier auf Wikipedia gehen. Und da sehe ich natürlich, weil das im Wiktionary hier angegeben ist, da finden wir hier was, einschließlich der Bilder. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt hier nach einem Wort suche, wo hier weiß geschrieben ist in der Spalte Wiktionary, Abschluss zum Beispiel. Da klicke ich mal darauf, und da sieht man, das taucht natürlich hier voll auf, weil es ja im Referenzwortschatz enthalten ist, und der steht auch im Duden. Und da haben wir hier Abschluss, kann verschiedene Bedeutungen haben. Hier sind also fünf verschiedene Dinge genannt. Das, was hier wahrscheinlich Bedeutung hat, ist der Abschluss in der Wirtschaft, Vertragsabschluss oder eine Vereinbarung. Aber Abschluss gibt es auch in der Bildung. Denken wir an Abitur oder in der Technik, ne? Abschluss oder die Isolierung eines Gegenstandes. Und hier kann man das sich auch vorsprechen lassen. So, wir haben hier also eine ganze Menge zum Thema Abschluss. Das heißt also, diese Excel-Zeile hier, die wir hier gerade erklärt haben, die funktioniert hervorragend. Ich habe es also jetzt nur mal erklärt mit der Abfallvermeidung und zusätzlich mit der
Spalte Wiktionary für den Abschluss, weil die Fachbegriffe Absatzcontrolling, die wird man eben nicht im Wiktionary finden, allenfalls dann Verweise auf andere Stellen. So, das ist also jetzt, wie das hier funktioniert. Wir sehen hier, wie diese Formeln, die ich jetzt hier gleich noch erkläre, wie sie wirken. Ich habe ja jetzt vor, euch zu zeigen, wie diese Formeln funktionieren, weil das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum einige hier sitzen. Deshalb habe ich auch am Anfang schon mal einen Hinweis gegeben auf diese Stelle, nach wie vielen Minuten die im Film dann kommt. Hier in der Spalte E, da stehen also schon gleich eine ganze Reihe von Funktionen. Ich habe da mal auf das FX geklickt, ja, und da sieht man, da steht hier was von Wahrheitswert. Nicht ist Fehler, ne, das steht hier, nicht ist die Negation und ist Fehler, das liefert dann also einen Wahrheitswert. Ist es richtig oder ist es falsch? Und das kann man sich also anschauen. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben rein. Und da sieht man, hier erfolgt ein Bezug auf die Zelle A5. Das ist auch hier so eingerahmt. Und es erfolgt ein Bezug auf den Referenzwortschatz, den haben wir hier, Referenzwortschatz B1, Spalte A. Das ist das Entscheidende. Dieser Referenzwortschatz, den ich eben erklärt habe, der enthält das Wort ab. Deshalb ist das hier auch weiß dargestellt. Die Abfallvermeidung, die ist dort nicht enthalten. Alles, was gelb ist, das ist nicht im Referenzwortschatz enthalten. Damit ihr seht, dass das sofort funktioniert, können wir das ja einfach mal ausprobieren. Statt ab verwende ich mal diesen populären Begriff Abi. Abi wie Abitur. Wenn ich da Abi schreibe, sieht man, Abi ist auch nicht im Referenzwortschatz enthalten. Deshalb steht hier falsch. Ich kann natürlich hier auf das Wort Abi klicken. Das werde ich sicherlich hier finden. Bei Englisch steht Abi und wird auch als Abi übersetzt. Und wenn ich hier aber Abitur schreibe, Abitur, jetzt schreibe ich es auch mal richtig mit Großbuchstaben, ne? Abitur, so wie wir das vielleicht alle mal am Ende der Schulzeit gemacht haben. So, jetzt ist Abitur wieder weiß, weil es im Referenzwortschatz enthalten ist. Wenn ich jetzt hier auf Abitur klicke, dann finde ich also hier auch entsprechenden Eintrag, ne? Abitur ist Baccalauréat, so würde ich es wahrscheinlich französisch aussprechen, oder Highschool-Diploma als Alternative. Das ist also hier jetzt sofort aktualisiert. So, wir machen aber wieder das Ab daraus. Wir haben also gesehen, das, was ihr hier findet in dieser Formel, das ist hier ein Nachschlage, also eine Nachschlagefunktion, S-Verweis heißt sie hier, und die schaut auf der Seite mit dem Referenzwortschatz in der Spalte A nach und vergleicht auch diese Spalte, deshalb die 1, ob das da vorhanden ist. Wenn es vorhanden ist, dann ist das kein Fehler, ne? Und ich will aber nur die haben, wo es nicht vorhanden ist, deshalb habe ich das nicht davor geschrieben. Also das hier ist also schon eine sehr, sehr komplexe Formel. Wenn ihr bisher weder den S-Verweis noch ist Fehler noch nicht gekannt habt, dann schaut euch das mal an. Und dann versteht ihr auch, warum das Ergebnis dieser Formel dann entweder wahr oder falsch ist. Anzeigen brauche ich dieses hier gar nicht. Das wird ihr auch bei dem PDF-Dokument überhaupt nicht finden, diese Spalte wahr oder falsch. Ihr seht nur gelb oder nicht gelb. Gelb heißt, es ist falsch, ne? Das ist im Referenzwortschatz enthalten ist, ist also nicht der Fall, dann steht hier falsch. Wenn es enthalten ist, steht hier wahr. Und das sehe ich hier an der gelben Farbe, dazu brauche ich nicht diese Spalte E. Aber die Spalte E wird benötigt für die bedingte Formatierung. Und die kann man sich dann anschauen, will ich hier also auch mal kurz zeigen. Wenn ich hier auf bedingte Formatierung gehe und wähle hier Regeln verwalten, ich habe ja hier eine, und dann sieht man hier steht sie, ne? E5 gleich falsch, dann ist es gelb. Und hier ist also angewendet, dass das also von
der Zelle E5 bis L1425 gilt. Das heißt, dieser ganze Bereich, wo meine Vokabeln stehen, der ist also hier über diese bedingte Formatierung abgedeckt. Ich schließe das mal hier, weil ich will ja nichts daran ändern. Also bedingte Formatierung greift auf die Spalte E zu und diese Formel, die hier steht, ist also notwendig, damit ich also wahr oder falsch geliefert bekomme und entsprechend dann diese Farbe hier setze für die Spalten F bis J, bis H. Ne? Das ist ja hier hinten, gilt ja auch noch im Wiktionary. Also wenn es gelb ist, dann gibt es da bisher nichts in der Wortliste B1. So, damit will ich also jetzt es gut sein lassen, was die Spalte E betrifft. Die können wir jetzt einfach mal ausblenden oder ich ziehe sie einfach mal so zusammen, dass man sie nicht mehr sieht, weil ich habe ja gesagt, die ist eigentlich nur eine Hilfsspalte, um die farbliche Hinterlegung zu berechnen und dann eben einzusetzen für die bedingte Formatierung. So, jetzt sind wir hier in der Zelle F5 und da steht was von Hyperlink. Da sieht man, jetzt gehe ich nochmal nach rechts, damit wir auch die Spalte A sehen. Hier ist also die Hyperlink-Funktion eingesetzt, um diese Formel zu erstellen. Wenn ich da oben reinklicke, dann sieht man, hier steht, dass sich dieses bezieht auf den Eintrag in der Zelle F1 oder genau genommen steht da F$1, weil ich will ja diese Formel nach unten kopieren, ein paar Zeilen oder ein paar hundert oder ein paar tausend Zeilen, die muss immer richtig sein und muss sich also immer auf die erste Zeile beziehen, weil dort steht hier das, was man beim DeepL-Übersetzer dann hat, https://www.deepl.com. Ne, das ist also die URL, die benötigt wird im Zusammenhang mit dem Wort, was mit dem und, was da steht, hier ist ja das und, ne, das wird dann mit dem Inhalt der Zelle A5 verknüpft. Und angezeigt wird hinterher das, was in der Zelle A5 steht. Deshalb ist also hier im Prinzip in der Spalte F immer das Gleiche zu lesen wie vorne in Spalte A. Aber der Unterschied ist eben der Hyperlink. Wenn ich hier auf das abklicke, dann bin ich hier sofort bei DeepL. Und da steht zu dem deutschen Wort ab, passt das englische from oder ex oder as of als Alternativen, weil gibt es also wohl mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. So, das will ich aber jetzt nicht näher erklären, habe ich ja eben schon. Dann habe ich hier in der nächsten Zeile im Prinzip das gleiche Schema. Da habe ich hier auch wieder den Bezug auf die Zelle F1, ne, wo also DeepL, der Anfang der URL steht. Kann man ja hier mal zeigen, ne, hier ist die Zelle F1, da steht eben schon drin, die URL DeepL.com Translator und dann kommt da so ein Hash, ne? Dann steht da DE/EN. Das heißt, standardmäßig liefert dieser Vorspann in Kombination mit dem Wort aus Spalte A die deutsch-englische Übersetzung. Das ist also, was hier in der Zelle F1 steht. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, da sieht man, da steht das F mit dem $1. Das heißt, wenn ich die Formel nach unten kopiere, auch wieder über tausende von Zeilen kann das geschehen, dann ist immer dieser Vorspann aus der Zelle F1 entnommen. Und das, was angezeigt wird, das kommt dann nicht aus der Spalte A, sondern aus B, weil da ist der Satz, in den Bergen, bei Bergwanderungen gibt es ein Auf und Ab. Das wird also da genommen und wird an DeepL übergeben. Und wenn ich darauf klicke, das kann ich hier nochmal tun, damit man auch sieht, das funktioniert, dann bin ich also hier bei DeepL gelandet und da habe ich dann eine Übersetzung mit drei Alternativen und ja, das kann man also jetzt hier so stehen lassen, habe ich ja eben auch schon mal erklärt. So, ähnlich gehe ich hier vor bei Translate Google. Trago steht da. Ich habe da also nur Trago drüber geschrieben,
weil ich habe nicht so viel Platz. Ich möchte das ja hinterher, wenn ich das veröffentliche als PDF, dann möchte ich, dass das in der Seitenbreite noch lesbar erscheint. Deshalb der Satz oder das Wort, die stehen ja auch schon in den beiden Spalten davor. Und das muss ich hier nicht wiederholen, aber wenn ich dann hier beispielsweise auf Abfallvermeidung, Trago klicke, dann sehen wir hier, da komme ich also dann sofort dazu, dass das hier entsprechend im Deutschen steht und vorgelesen werden kann oder im Englischen und vorgelesen werden kann. Und hier gibt es also dann die Möglichkeit, andere Sprachen zu wählen. Die beiden letztgenannten stehen hier, aber man sieht hier, das kann man dann auch ins Sanskrit übersetzen, wenn man das unbedingt möchte. Aber das ist jetzt hier keine Sache. Sanskrit kann ich mir auch gar nicht vorlesen. Also das kann man nicht anhören lassen, weil der Lautsprecher ist dann abgeblendet, ja, wenn es keine Möglichkeit gibt, das vorlesen zu lassen. So, gucken wir uns das an, was hier bei Drago, das ist nämlich ein bisschen komplexer. Da sieht man bei Translate Google, da habe ich natürlich auch mal wieder aus der Zelle H1 was entnommen. Dann wird hier der Satz, sehen wir hier, rot, ne, der wird aus der Zelle B5 entnommen, also gleiche Zeile aus Spalte B. Und dann wird hier noch aus der Zelle G1 etwas übernommen, weil das ist notwendig, damit Translate Google das dann auch durchführt. Also da ist also hier nochmal aus der Zelle G1 dieses Prozent 0a, also da können wir jetzt nichts mit anfangen, aber der Link, da werden wir, wenn ich drauf klicke hier bei Trago, da sehen wir in dem Link, da steht das hier drin, ne, das und OP gleich Translate, das steht da drin und das steht deshalb darin, weil ich das hier aus der Zelle G1 übernommen habe. So, geradezu trivial ist das, was hier in der Spalte I steht. Da wird wieder aus der Zelle I1 der Anfang der URL zur Suchmaschine Google entnommen. Dann wird das Wort aus der Zelle A5, in diesem Fall ab, dazu gefügt. Und dann steht hier einfach als freundlicher Name, als das, was hier angezeigt wird, da steht dann einfach nur Wort. Das können wir hier auch mal wieder sehen, wenn ich jetzt mal auf was gehe, was darunter steht. Aber, ne, da weiß ich, Bad müsste dann da stehen. Und ja, ne, das ist ja jetzt, das ist jetzt die Suchmaschine und nicht die Übersetzung. So, aber finden wir also hier in Oxford Languages und sicherlich auch im Wiktionary. Und wenn ich da auf Aber im Wiktionary klicke, dann haben wir auch gleich das, was wir hier gleich vorfinden, wenn ich direkt auf die Spalte Wiktionary klicke. So, das soll, also das ist dann hier, ne? Wenn ich hier direkt auf Aber klicke, dann seht ihr, das steht ganz genauso da, wie ich es eben hatte. Nur wenn ich hier drauf klicke, ist es immer im Wiktionary. Beim Google Wort ist eine der Optionen das Wiktionary, aber es kann auch Oxford Languages sein oder wenn es ein Hauptwort ist, kann es auch in der Regel die Wikipedia sein, die ganz oben steht. So, den Google-Satz mit Aber, ich gehe, aber du bleibst hier, den findet man natürlich hier auch. Ich klicke mal auf Satz. Könnte sein, dass ich den irgendwo abgeschrieben habe. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, da ist er auch her, ne? Ich gehe, aber du bleibst hier. Das kommt also hier vor bei Verbformen, Konjugation. Da steht das, ne? Also, wenn hier kein Vorschlag kommt, 541 Mal gibt es genau diese Formulierung, ich gehe, aber du bleibst hier. So, dann haben wir hier, Wiktionary habe ich ja eben schon mal beschrieben. Der Hyperlink hier, der ist also ähnlich gemacht wie beim Google Wort, aber ihr seht, das sieht hier schon komplizierter aus. Hier taucht noch auf Zelle I1, ne, wo Google Suchmaschine mit anfängt, mit dieser Angabe in der Zelle I1, aber dann kommt da und Zeichen 34, das sind die Gänsefüßchen, die ich vor und hinter dem Satz haben will, damit ich genau die wörtliche Übereinstimmung habe. Und das Zeichen 34, das taucht also hier genau zweimal auf. Und wenn ich das also weglasse, dann ist also nicht die wörtliche Übereinstimmung gefragt, sondern da müssen die Worte irgendwo,
auf der Seite auftauchen, die Google dann anzeigt. Also das hier ist also schon etwas anspruchsvoller. Merkt euch, Zeichen 34 braucht man, wenn man die Gänsefüßchen bei Suchmaschinen einsetzt, damit das also richtig übergeben wird. Der Rest ist schon bekannt, muss ich also nicht näher drauf eingehen. So, damit haben wir also jetzt hier das beschrieben. Beim Wiktionary habe ich ja eben schon gesagt, das ist also völlig ähnlich zu dem, was wir eben schon gesagt hatten hier vorn. Hyperlink-Zelle, wo sich drauf bezogen wird, ist also hier die Zelle A6, ne, wo er das Wort herholt. K1, was hier am Anfang steht, ist oben drüber der Vorspann fürs Wiktionary, der Anfang der URL. Und da, den sehen wir ja, da ist auch eingerahmt. Und angezeigt wird hier genau das Wort, was hier im Wiktionary gesucht wird. Das habe ich auch deshalb so gelassen, weil wenn man das dann hinterher publiziert als PDF oder als Word-Dokument, da sieht man ja nicht mehr die Formel, aber da kann man dann vorne das Wort sehen und man sieht es auch hinten. Und dazwischen steht dann der Satz oder die Möglichkeit, nach Translate Google zu gehen oder das Wort bei Google oder den Satz bei Google zu suchen. Damit vertut man sich nicht so leicht in der Zeile. Hierhinter, da habe ich dann noch eine weitere Spalte, die ist für die Bearbeitung. Da habe ich aber jetzt noch nichts drin stehen. Da kann man reinschreiben, was man möchte. Zum Beispiel, um hinterher, wenn man überall nur ein X reinschreibt, bei den Vokabeln, die man lernen will, dann kann man hinterher einstellen über das Filter. Das kann ich jetzt mal machen. Ich gehe hier auf Sortieren und Filtern, wähle hier Filtern aus. Dann sieht man, haben wir hier diese kleinen Schaltflächen zum Filtern. Und wenn ich jetzt hier mal X reinschreibe und hier auch ein X und hier ein X und hier ein X, weil ich die lernen will, dann kann ich hier hingehen und sagen, ich suche jetzt mir alle raus, wo ein X steht. Ja, hier habe ich jetzt das X und dann habe ich hier nur noch die Vokabeln, die ich mir hier in der Markieren-Spalte angeXt habe, also wo ich ein X reingeschrieben habe. Statt einem X kann man auch jedes andere Zeichen nehmen und danach suchen. Und was kann man dann mit diesen hier machen? Man kann hier diese Worte nehmen, ja, die ich jetzt hier habe. Man kopiert die mit der rechten Maustaste, geht hier auf Kopieren, na, da ist es. Dann geht man hier zum Lernen. Und wenn ich die hier übernehmen will als zu Lernende, dann füge ich die hier ein mit den Einfügeoptionen und da habe ich sie. Jetzt muss ich nur noch diese sechs Formeln, die siebte, die fehlt ja hier, Wiktionary taucht hier nicht auf. Die muss ich markieren. Ich nehme auch gleich hier hinten die schwarzen Zellen mit. Da steht dann zwar noch nichts Gescheites drin, aber das kann ich ja später noch reinkopieren oder selbst reinschreiben, was als Lösung gewertet werden soll. So, ich habe diese sechs Formeln und die zwei Spalten mit den Testantworten, die habe ich markiert. Klicke doppelt auf das Ausfüllkästchen hier rechts. Und dann sehen wir, wird automatisch bis zum letzten Eintrag, das sind hier die Absatzprozesse, wird das nach unten ausgefüllt. Und das funktioniert dann natürlich sofort. Das sehen wir also auch, wenn ich hier jetzt was reinschreibe, statt Absatz schreibe ich nur ab rein. Dann sehen wir, ist das also hier sofort auch die richtige Farbe. Und ich kann das natürlich auch wieder rückgängig machen, weil das war ja nur zum Test. Hier kann ich also jetzt mitarbeiten und habe dieses Blatt Auditieren dann unverändert belassen. Das, was ich hier natürlich noch machen muss, das ist, wir sehen es hier hinten, hier stehen natürlich dann überall Produktcontrolling, die entsprechenden Antworten drin, weil das stand hier oben. Ja, das war hier in der Zeile 11 und das ist natürlich durch das nach unten Ausfüllen natürlich immer das Gleiche geblieben. Da müsste ich natürlich hier diese Zellen hier übersetzen lassen oder mir selbst was überlegen und das hier reinschreiben. So, das war das, was ich hier zu dieser Arbeitsmappe sagen möchte. Das hat jetzt über 40 Minuten gedauert. Davon waren allerdings nur die letzten 18 oder 20 Minuten Behandeln der Formeln. Wenn ihr die jetzt noch detaillierter erklärt haben möchtet, da kann ich euch helfen. Ich habe nämlich schon von einer längeren Zeit eine Playlist angefertigt. Da will ich jetzt auch mal drauf verweisen. Hier ist sie. Die steht also auf meinem Kanal, Fachvokabulare kuratieren. Ich klicke mal darauf und da sehen wir die
Playlist hier mit 9 Videos. Die ersten Videos, da geht es dann noch um Word-Makros, das braucht er ja nicht, oder das Excel-Makro zur Erzeugung von Unikaten oder Unikat-Produktion. Aber hier, ab Zelladressierung in Formeln mit der Hyperlink-Funktion, das habe ich hier verwendet. Und da seht ihr, da habe ich hier allein 16 Minuten für verwendet. Oder die Zelladressierung in Formeln mit der S-Verweis-Funktion verstehen, kommt hier also auch in einem eigenen Video, genauso wie die Wahrheitswerte und die bedingte Formatierung oder die Konfiguration von Selbsttests mit verborgenen Lösungen auf Basis von DeepL oder Google Translate. Wenn ihr also mehr Details haben möchtet, dann schaut euch diese Playlist an, und zwar dort die letzten Videos. Zum Schluss nochmal mein Verweis auf die Arbeitsmappe, die ihr euch herunterladen könnt. Die Adresse seht ihr hier, genauso wie die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Interesse habt am Workshop, dann meldet euch über diese E-Mail-Adresse bei mir. Dann kann man dann sehen, wann wir damit starten. Das wär's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch dann vielleicht bald in einer Videokonferenz sehe, wenn wir da gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Tschüss.